Na, hallo und herzlich willkommen zu Inside the Backrooms. Na, ich hoffe, es geht euch gut. In 2 Tagen feiern wir Halloween. Ich hab's in einer Folge Phasmophobia schon mal erwähnt. Nein, die kommt noch, glaube ich. Je nachdem, wie schnell es mit dem Hochladen geht. Jedenfalls, wir legen einfach los. Ich denke, der ein oder andere kennt es. Und ich gehe erstmal auf leicht, weil normal kann jeder. Und schwer kann auch oder hart kann auch jeder. Wir sind in den Backrooms, weil wir noch anderes nicht haben anscheinend. Und ja, ich wünsche euch natürlich viel Spaß. Und dann schauen wir uns den ganzen Kram mal hier an. Ansonsten gibt es irgendwas Neues? Nö, eigentlich nicht. Ich nehme ja jetzt die meiste Zeit immer am PC auf. Und ganz ehrlich, ich vermisse dieses Feeling von der PlayStation. So, das heißt, ich werde wohl irgendwann das ein oder andere Spiel wieder auf der PlayStation aufnehmen. Vielleicht Seven Days to Die. Ich weiß, ich habe es schon mal aufgenommen. Ich weiß nicht, ob es noch in der Videoliste ist. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch und komm dann hier. Kannst du mal aufhören, uns hier irgendwie daneben zu quatschen und so? Irgendwie zu schnarchen? Ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Bei mir muss es immer so sein, ich möchte ein Spiel spielen. Das Spiel soll ein einfaches Tutorial haben, wenn es geht. Oder es muss halt so sein, dass ja, dass man halt praktisch in das Spiel geworfen wird und es einfach versteht. Na? Escape, da lang. Sehr schön, ja gut, ne? Also wir müssen jetzt erstmal eh gucken. Ach, guck, da ist es schon. Die Leiter. Treppe benutzen, es ist eine Leiter, aber es ist einfach so, ne? So, wir haben hier. Mandelwasser. Bist du verletzt? Trinke Mandelwasser. Okay, danke schön. Vertraulich. Datei unbekanntes Monster. Information. Es handelt sich um einen Humanoiden, der aus irgendeinem Grund aus Kabel zu bestehen scheint und von dem man annimmt, dass er den Ort beherrscht. Wenn er in der Nähe ist, verändert sich die Umgebung der Räume und er erscheint von elektronischen Geräten und Radiofrequenzen angezogen zu werden. Ja, angezogen ist besser als ausgezogen, ne? Wenn Sie sich also in seiner Nähe aufhalten, seien Sie sehr vorsichtig. Sie wollen ja nicht Ihren eigenen Tod anziehen. Referenzen. Das Expeditionsteam machte dieses Foto, auf dem ein Drahtwesen durch die Räume zu schleichen scheint. Gefahrenklasse 4. Und dann sehen wir hier dieses komische Gerät. So hoch? Hä? Komm, was ist hier los? Okay. Also. Antidepressiva, diese Tabletten dienen der Beruhigung. Sie verringern die Angst. Die ziehen wir uns rein. So. Und noch etwas zum Lesen. Vertraulich, Dateimonster 3. Information. In der lauernden Dunkelheit beherbergen diese Mauern etwas Geheimnisvolles. Ein helles, lächelndes Ding, das sich von den Schatten abhebt. Gerüchte besagen, dass er einen physischen Körper hat, der mit dem menschlichen Auge nicht zu sehen ist. Es ist nur bekannt, dass er von allen Lichtquellen angezogen wird und dass er dich in der Leere der Schatten gefangen hält und du wahrscheinlich nie wieder das Licht sehen wirst. Denken Sie daran, dass ein Lächeln nicht immer von Frieden zeugt, wenn nicht sogar das Gegenteil der Fall ist. Denken Sie daran, dass ein Lächeln nicht immer ein Zeichen von Frieden ist. Im Gegenteil. Es könnte auch einfach ein Lächeln sein, das du von einer lieben Person bekommst, welche aber hinter deinem Rücken, nee, hinter ihrem Rücken, einfach ein Messer hält.
So tut er, als ob es nichts wäre, und es dir dann freundschaftlich hineinsticht. Es ist doch so. Sind wir mal ehrlich. So, wie sieht denn das aus? Okay. Das sieht ja aus wie Hagiwagi oder wie das komische Vieh hieß. Ihr wisst so, was ich hier von Poppys Plan. Okay, haben wir nichts. Alter, die Maus. Ich glaube, ich muss die Sense runterdrehen. Sonst ist da nichts. Nee, super. So. Okay, was haben wir denn hier? 38 51 64 32. Okay. Was auch immer das bedeuten mag. So, vielleicht schon mal vorab. Ich habe keine Ahnung, wie wir das. 1, 2, 3, 4 und dann sind das der Elevator Code. Okay, 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht, inwieweit wir hier ein Let's Play draus machen. 5, 3, 8, 6, 5, 3, 8, 6. Müsste richtig sein, ne? 5, 3, 8, 6. Jawohl! Sehr schön. Gibt's hier eigentlich sowas wie Speicherpunkte? Weil das wäre ja schon mal schön zu wissen. Denn ich denke nicht, dass ich das Spiel hier in einem Zug aufnehme. Ah, da haben wir Mandelmilch. Und eine Notiz, die wir lesen können. Achte auf deine Ausdauer. Kann dich vor dem Tod beschützen, also pass auf. Okay. Wir haben ein Ohr. Oh, wo bist du denn, Hübsches? Vertraulich, Datei Monster 8. Information. Eine sehr merkwürdige Kreatur wurde gesichtet. Oh, Entschuldigung. Die aus den Schächten in den Hinterzimmern herauskam. Ihr Körperbau ähnelt einem Hund mit humanoiden Zügen. Sie ist als äußerst aggressiv und gefährlich bekannt. Wird aber auch durch Lärm belästigt und ist durch direkten Augenkontakt eingeschüchtert. Wenn Sie also der Sache ins Auge sehen, seien Sie klug, denn es gibt Zeiten, in denen Weglaufen nicht viel nützt. Referenzen. Da es niemand gelungen ist, ein Foto von dem Wesen zu machen, wurde die folgende Zeichnung aus mehreren Zeugenaussagen erstellt. Okay. Wieso um alles Welt habe ich hier Gas? Aber okay. Ich habe irgendwelche Uhrendinger aufgenommen. Uhrenzeiger. Eigentlich. Im Moment bin ich so weit weg von es geht mir gut und ich kann Horrorspiele spielen. Das glaubt ihr gar nicht. Was auch immer da rauskam oder so. Okay, da ist nichts. Also Ziel des Spiels ist doch eigentlich aus diesen Backrooms hinauszukommen, ne? War es nicht so? Okay. Können wir hier mit dem Kürbis irgendwas machen? Nein. Okay. Was haben wir hier? Einfach nur eine Tür. Was haben wir hier? Okay, wir können uns drin verstecken. Sehr gut. Ist ja schon mal positiv, ne? Ciao. Hallo? Hallo? Ist da jemand zufällig? Ich kann mich leider nicht drehen. Ich weiß nicht warum. Okay.
was auch immer das war. Hat sich angehört, als ob da einer so. Wie heißt denn das? Ich komme gerade nicht auf den. Oh Gott! Okay, nur die Ruhe bewahren. Hi, ciao, mach's gut. Leute. Gruselig, gruselig. Oh Gott, da ist dieser. Was ist. Boah, pass auf, ich weiß nicht, ob es hier auf YouTube ist oder ob es auf TikTok ist. Ich habe tatsächlich mal ein Video gemacht über in Japan, glaube, oder ich sag jetzt mal Asien. Über eine Gestalt, die tatsächlich Yingmenken oder so genannt wurde. Die Sache ist. Ich kann. Wartet mal, während wir hier drinnen sind, könnt. Ich euch das ja mal erklären. Yingmenken. Ich meine, was sollen die tun? Also passt auf, Yingmenken ist tatsächlich eine japanische Kreatur aus der japanischen Mythologie und übersetzt bedeutet das halt menschliches Gesichts, also Human Face Dog. Also der Hund mit dem menschlichen Gesicht, sage ich jetzt mal. Und tatsächlich gibt es wohl da auch irgendwie eine Geschichte drüber. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es hieß, dass wenn der Yingmenken, wenn du den irgendwie siehst, der lauert irgendwie in dunklen Gassen oder den darfst du nicht ansprechen. Irgendwie so war das. Aber ich krieg's leider gerade nicht zusammen. Und ja, jedenfalls ist es halt so, ne? Der kam doch hier raus, Alter. Hier leuchtet alles rot. Oh, hi. Dann haben wir ja schon alle drei gesehen. So, wartet mal. Wir sind hier voll am Abkacken. Sehr schön. Auch immer das gerade war. Ein Code. Klicke zum Interagieren. Okay, geht nicht. Ja, gut, ne? So. Da können wir uns verstecken, das ist immer positiv. Verstecken ist immer gut in Horrorspielen. Okay, da ist Mandelmilch, die können wir nicht aufnehmen, weil wir schon zu viel davon haben. Okay, nee, funktioniert. Aber warum bin ich hier in dem Raum, wenn es hier nirgendwo weitergeht? Doch, hier geht's weiter. Oder bin ich hierher gekommen? Wartet mal. Ja, hier bin ich hergekommen. Och, nee, komm. Ja. Jedenfalls, ja. Macht hier schon Spaß. Aber geht halt auch ein bisschen an die Substanz, ne? Und ich meine, ich spiele alleine. Na. Ich mag Horrorspiele alleine spielen. Echt, ich bin da echt ein Fan von. Ich will mal kurz was gucken. Okay, alles klar. Naja, gut, ich würde erstmal sagen, das soll für den Anfang reichen. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Wenn ihr vielleicht noch Tipps und Tricks habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge wieder. Ich muss mal schauen.
Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao.